Da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Der Großteil der Pferde ist im Prinzip durch diese plötzliche, massive Trennung individuell, aber der Großteil so in seinen Grundfesten der Thematik Sicherheit erschüttert, ohne dass ja in dem Moment eine wirkliche Lösung passiert des Problems. Denn es wird ja nicht rückgeabwickelt, sondern der Fakt ist bestehen. Und dadurch, dass jetzt vielleicht nicht viel Wissen drumherum ist, wie man es dem Pferd dann erleichtern kann, also dass das eben nicht der Standard ist, haben wir dann eben ein Pferd, was da seinen ersten oder seine, ich sag mal schon, starke Entwicklungshemmung bekommt, ja, körperlich wie psychisch, und damit irgendwie erstmal klarkommen muss. Und diese Thematiken sind bis ins hohe Alter des Pferdes feststellbar, wenn sie nicht behandelt wurden. Braucht es da immer eine Hilfestellung von außen, damit eine weitere Entwicklung passiert? Sonst bleibt das so, wie es der Körper, die Psyche sich eingerichtet hat? Kann man das sagen, oder gibt es auch Pferde, die das quasi, ich sage jetzt mal, selber auflösen können? Nee, also selber auflösen sozusagen sowieso nicht. Grundsätzlich bin ich nur mal so ein Formding, weil das was mit Haltung zu tun hat, gar nicht so der Freund vom Wort auch auflösen, weil Ja. es geht ja um Fragmentieren, also es geht ja irgendwie Trauma um Trennen, Abspalten gewisser Bereiche meines Ichs, ja, oder auch meiner Körperanteile. Und das bedeutet ja eigentlich, ich möchte ja eine Art Zusammensetzung, also ein Zusammenfügen, eine Integration. So, wenn da wirklich ein Trauma passiert ist, ist es in der Regel für ein Pferd biologisch nicht möglich, das selbst komplett zu reintegrieren. Warum nicht? Es ist entstanden durch einen zweiten Partner, also durch eine Beziehungsthematik. Und ein Pferd hat natürlich nicht diese Tools und Möglichkeiten wie wir Menschen, wenn wir ähnliche Thematiken hätten, ja, mit Kursen, Yoga, Achtsamkeit, sondern das Programm ist da, Punkt, und ab jetzt wird so gelebt. Aber es ist ganz entscheidend, wie dann die nächste Zeit dieses betroffenen Absetzers zum Beispiel ist. Kommt es dann in ein stabiles soziales Gefüge mit anderen Pferden? Hat es einen tollen Besitzer, der in Beziehung geht? Also es geht wieder um das Thema immer Sicherheit, ja, Sicherheit. Dann lassen sich diese Spuren und vielleicht Langzeitfolgen sehr, 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 sehr minimieren, bis hin zu fast gar nicht mehr relevant. Es ist aber selten. Der Großteil der Pferde, die jetzt heute einige Jahre alt sind, die ich dann behandle, da ist das Thema irgendwo immer mit zu fühlen, immer mit ein Faktor für weitere Symptome im Jetzt. Ja. Fürs Verständnis nochmal, wir sollten das so verstehen, wie eine Art Stempel im Nervensystem. Na? So. Das bedeutet, dass nach diesem Ereignis für das jeweilige Pferd in dem Moment erstmal alles anders ist. Ja? Und ja eben nicht, und das ist ja auch eine Kennzeichnung von Trauma. Was passiert denn überhaupt jetzt bei überhaupt Traumatisierung? Das ist ja im Prinzip die Art und Weise, wie Trauma im Körper mit Psyche, Hormonen, Nervensystem, Muskeln und allen sich darstellt oder funktioniert, sage ich mal, mit Absicht, hat ja einen Sinn, ne? Nämlich eine Schutzreaktion auf dieses Ereignis. So, das heißt, das passiert ja eben in einem Nervensystembereich, den wir nicht bewusst ansteuern können, beim Pferd auch nicht, sondern kommt eben die Information, Distress, also Negativstress zu stark. Fluchtreaktion wäre eigentlich die natürliche Lösung oder auch ein Einfrieren, also immer dieses Programm ablaufend, um im Prinzip am Ende des Tages alles zu schützen oder adäquat zu reagieren auf dieses Überwältigende, ja.
sodass man dann eben, wenn man mit dieser Brille draufschaut, sich klar macht, unser Beispielpferd hat ab dem Moment erstmal ein Imprint, ein Stempel in diesem System. Für uns ist eben wichtig, uns klar zu machen, das ist keine Entscheidung des Pferdes, ne? Auch des Menschen nicht, es ist ein Trauma, es ist keine Entscheidung, sondern das ist erstmal ein biologisches Programm, was da abläuft und ab dem Moment eben mitgetragen wird.